Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mittelerde, Schatten des Krieges. Und ja, jetzt gehen wir den Palantir suchen. Die Sache, weswegen wir eigentlich hierher gekommen sind. Und ich kann euch sagen, das Mauernklettern ist jetzt um einiges angenehmer. Wir sollen die große Halle untersuchen und den Palantir sichern. Ja, das meinst du, was ich gerade vorhab? So. Ich muss noch einen kleinen Schluck auf. Ich hoffe, der ist nicht allzu sehr aufgefallen. Jeder Pfeil muss sein Ziel finden. Genau das brauchen wir. So. Der sehende Stein Minas Ithil wird belagert für den Palantir, bevor die Stadt fällt. Machen wir doch mal. Du musst echt eine Beleuchtung hier vorne haben. Wenn der Monitor so schwarz wird. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Peda, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Entdeckung! Okay, jetzt fängt die Belagerung. Ich muss das Tor schützen. Verteidige das Tor. Alright. Ich lasse diese Stadt nicht fallen. Dann müssen wir den Palantir. Bildet hier eine Gefechtsreihe. Lasst niemand mehr durch. Erfolgreiche Angriffe bringen dir Macht, eine Hinrichtung, verzehren, mächtiger Schuss und Elbenlicht zum mächtigen Angriff, die du nur bei voller Macht einsetzen kannst. Du kannst zusätzliche Fähigkeiten und das Erhalten von Fähigkeitspunkten freischalten. Wenn du getroffen bist oder bei einem Angriff fehlst, schwindet deine Macht. Okay. Das war erst der Anfang. Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Okay. Folge Idril. Wo sind sie hin? Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Okay, wir brauchen die nicht mal mehr einsammeln. Wir können einfach durchlaufen. Wir haben die Pfeile. Das ist praktisch. Das gefällt mir sogar sehr gut. Ich hoffe es. Diese Belagerungsfelder, die nerven schon ein bisschen, ne? Ja, da, da. Aha. Ein Grau. Die Stadt hält nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Okay. Wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden.
Okay, halte Kreis gedrückt, um die Belagerungsbestie zu beherrschen und zu reiten. Mal sehen, was dieses Ding kann. Okay. Da würde ich sagen. Huch! Okay, noch eine ganze Masse. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Tja. Schattenspringer, drücke für einen Doppelsprung beim Springen X. So kannst du weiter Abstand überwinden oder im Sprung die Richtung wechseln. Du kannst jetzt auch nach dem Sprung von einem Vorsprung benutzen. Okay. Oh, cool. Jetzt wird es hier richtig akrobatisch mit den Elben-Skills. Sollte Minas Ithil fallen? Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den... Warum können wir die vorher nicht einsetzen? Ich hatte an Gondor gedacht. Ich weiß, was hier zu tun ist. Okay, sein Reiter ist weg. Und aufsitzen. Weitere Angreifer, diese Horden sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. So, erstmal die Belagerungsbestien. So, dann geht's einmal. Zack. Natürlich hat er mich hier getroffen. Warum wird er sich bumm gemacht? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Trifft nicht sehr viel. Das ist ein bisschen Lobo-mäßig hier. Ja. Sehr schön. So, Entschuldigung, das musste jetzt einmal sein. Das will ich jetzt einmal ausprobieren. Jetzt seid ihr einmal live dabei. Kann ich... Kamera. So. Dann seht ihr auch schon das Thumbnail. Das war's auch schon. Mehr wollte ich gar nicht. Vorerst. Den Rest mache ich dann über ein anderes Programm. Wir sollten in die Oberstadt zurück, nach Idril und den anderen sehen. Oder ich nehme ein anderes Thumbnail. Wenn es sich was ergibt jetzt, dann kann es natürlich ein anderes Thumbnail sein, aber man muss ja halt gucken, wo man bleibt, ne? Ich dachte mir, okay. Epische. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand.
Diese Relikte waren mein Leben. Tja. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Na, ob das was bringt. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Boah, kann sie auch gerne. Auftrag abgeschlossen, der sehende Stein. Fähigkeitspunkt erhalten, also wenn es so weitergeht, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Stufe 3. Viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin Palantir. Sollen wir zu Kankrat zurückkehren. Dann machen wir jetzt Cargo reiten. Klingt gut, ne? Ich brauche Antworten. Okay. Neues Gebiet freigeschaltet. Drücke 1, um das Auftragsmenü zu öffnen. Klinge in der Dunkelheit. Hier verfügbar Cirith Ungul. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Kankras Visionen dich leiten. Okay. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. Sie befindet sich in Cirith Ungul. Und dazu muss ich wohin? Können wir Schnellreise machen? Dann haben wir eine Schnellreise. Warum nicht? Haben wir schon mal das zweite Gebiet freigeschaltet? Ich weiß nicht, wie viele Gebiete es gibt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. 1, 2, 3. Oh, ich bin ein bisschen müde. 4, 5. Ich glaube 6 Gebiete. Ich glaube 6 Gebiete gibt's. Klinge in der Dunkelheit. Die Armeen von Cirith Ungul sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankra hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Außenposten. Setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Und tschüss. Und tschüss. Lief doch gut. Jetzt haben wir den Turm hinauf. Und dann wollen wir mal gucken. Halte Kreis gedrückt, um die Helie zu reinigen. Ja, machen wir. So. Ja, oben.
da. Gondorisches Artefakt. Hügelgräber. Chili. Okay, haben wir alles gefunden. Sehr schön. Wow, das ist ein weiter Sprung. Bevor die mich sehen konnten. Dann bin ich weg. Was der jetzt nicht mitgekriegt hat. Wunder, oh Wunder. Sehr schön. So, wo geht's jetzt zu ihr? Oh. Das ist jetzt keine gute Idee, würde ich sagen. Ich glaube, wir sollten einen anderen Eingang benutzen. Hier ist ein kleiner Wachposten. Der hat sich ja schnell erledigt. Okay. Wollen wir mal. Bisschen Spaß muss sein. Und hinüber. Naja, fein. Kraux. Kraux sind furchtanflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Lande bei brüllenden Kraux einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Also wie beim legendären damals. Aber okay, lassen wir alles frei.
ab geht die Party und die Party geht ab. Da sollte die Rocks auf jeden Fall beschäftigen. Denke ich mal. Guck mal, das ist sogar ein Anführer. Schreckenstamm schlechter. Nun, die beiden nur kurz im Auge. Hey. Von oben schießen ist nicht fair. Kämpfen die Crocs gerade gegeneinander? Der haut die ganze Zeit den anderen Croc. Warum? Tut er nicht nur so was? Naja. Klinge in der Dunkelheit. Das machen wir aber ein anderes Mal. Ihr genießt jetzt ein bisschen die Show, würde ich sagen. Und der nächste in Freiheit. Kommt auch die Karagors. Ich hab damit nichts zu tun. Oh, ein Juwel. Ja, Pech für euch, ne? Hier kommt ihr nicht her. La 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 la. Ja, komm her. Wir gönnen uns hier jetzt einfach. Au. Wir verzopfen uns mal nach oben. Okay. Neuer Feind, Ghule. Ghule einzelne Ghule sind schwach, aber in Horden sind sie tödlich. Einige Ghule versprühen Gift auf ihre Feinde. Wenn Ghule sich erfolgreich in ihre Grabhügel zurückziehen konnten, kehren sie mit einer tödlichen Ghule-Matrone zurück. Ghule-Matronen sind stärker und widerstandsfähiger als normale Ghule und schwächen ihre Feinde mit Giftangriffen. Also irgendwie sind die Orks jetzt gerade nicht zu beleidigen. Schon ein bisschen sad. Ich glaube, die Ghule haben gewonnen. Zumindest der eine. Und hier sind wir noch der Anführer.
Ja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir beenden dann diese Folge an dieser Stelle und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Bye.